So, willkommen zurück bei einer neuen Folge von Let's Play The Evil Within. Und es ist gerade super unheimlich hier, wo wir auch immer im Inneren, im tiefsten Inneren, wie sich das Level, glaube ich, nennt. Und eigentlich will ich echt nicht weiterspielen. Ich habe echt überall, Angst. Überall Ratten. Überall Ratten. Und Munition. Und Munition, aber wir sind voll. Nee, ich lade erstmal nach. Ich habe schon so viel Munition gegessen, ich bin sowas von voll. Ja. So, jetzt war hier gerade ganz lustig, so eine Ratte, wo irgendein so ein Spaßvogel die Statue oben drauf geklebt hat. Alte Tierquäler. Aber ich habe echt keine Lust, hier alles zu machen. Boah, Munition. Boah, hier mit diesen Puppenköpfen, ja. Ohne Witz, ich will nicht. Irgendwann dreht sich doch so ein Puppenkopf einfach mal so um 360 Grad, ja. Oder? Deine Mutter lutscht in der Hölle. Ja. Cool. Ich hab so Angst. Das ist eine Puppenfabrik. Ja, das wird das Ganze nur noch viel unheimlicher machen. Gab's in Silent Hill 3 tatsächlich eine Puppenfabrik? Sehr unheimlich. Vor allem hab ich echt Schiss, dass wir die Alte wieder die Alte mit den 6 Armen nochmal treffen. Die fand ich ja echt am schlimmsten bis jetzt. Was glaubst du, Kontrollpunkt erreicht, oh Gott. Was glaubst du, in welchen Bereichen du mit 6 Armen arbeiten kannst als Frau? Ja, das war jetzt eine ernsthafte Frage. Meine Güte. Bei Behörden, wie viele Anträge man da bearbeiten kann. Ja. So, nicht anders was gesagt. Versuch mal durch links. Die könnten noch so mehr Anträge bearbeiten, die wollen halt nicht. Ja, ja, da brauche ich jetzt eine Schlüsselcard für. Verschlossen. Ich brauche eine Schlüsselcard. Meine Güte, ich habe schon zwei andere Adventure- oder Horrorspiele gespielt. Hab das so die Situation sofort erkannt. Hast schon dein Survival-Horror-Seepferdchen gemacht. Ja. Aber nicht den Freischwimmer. Den man erst, wenn man alle Dead Space-Teile durchgespielt hat. Okay. Hast du den schon? Ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier ist wieder so einer, ich hör's doch. Scheiße. Okay, da. Ja, der stimmt, ist. Auto-Aim. Alter, lauf. Fuck! Sobald er so einen Satz nach vorne macht, weglaufen. Du kannst eine schnelle Drehung machen, da, weißt du schon. Wie denn? Ich weiß es nicht. Nein, ich weiß es leider nicht mehr. Ich glaube, in Richtung drücken und A war's. Nein, nicht lachlern! Und nicht schleichen, Alter, Gott. Was macht denn der Kerl da? Also, A, was machst du da und B, was macht er da gerade? Jetzt lauf. Sobald er so wirr durch die Gegend steigt. Umdrehen. Ich glaube, er hat Stuhl irgendwo. Nee, ja. Ist weg, Leute. Das fuck. War's. Oh Mann. Die sind echt. Die sind nervig, die Typen. Ich glaube, dass es tatsächlich ist, du musst mit dem linken Analogstick. Oh Gott. Also linken Analogstick in die andere Richtung drücken und dann A drücken. Ich glaube, dass das die. Ah, okay. Möglichkeit ist für eine Stelle. Du kannst es jetzt mal so im. Ja. Probieren. Nee, okay. Es gab eine schnelle Kehrtwende, das weiß ich. Die ist nicht sehr schnell. Nee. So, vielleicht. Nee. Ich denke, dass dieses Fadenkreuz jetzt nicht so leicht bewegt. Achtung, er kommt. Nee, das ist besser. Ich frage euch den schon. Der ist schon getriggert, du hörst eine Musik meiner Meinung nach. Wahrscheinlich ist er schon hinter mir oder so. Ich würde am liebsten einfach die Granate jetzt in den Raum werfen. Nee, jetzt geil. Nein! Da stehst du ganz schlecht. Immer noch ganz schlecht. Ich will eigentlich in den anderen Raum. Ja. Ja, so ist richtig, wenn er abspackt, einfach weglaufen. Direkt vor dir. Jetzt weg! Weg! Lauf! Ja. Umdrehen, nachladen. Nee, jetzt die Shotgun scheiß drauf. Fuck this. Sauber. Waffe wechseln, Ja.
Umdrehen. Oh, die Ecke ist eigentlich schlecht. Das war jetzt natürlich nicht gut. Ein Kill, okay. Oh, hast du Schwein. Lauf! Ich kann, der kann nicht laufen. Zum Wunder, dass er sich überhaupt noch auf zwei Beinen halten kann. Umdrehen, schießen. Nein, nichts. Wo? Der war doch direkt hinter mir. Nochmal. Jetzt ist er links. Der, das macht der... Pass mal auf, der... Oh, war das ganz schön viel Munition. Der geht immer links vorbei, wenn du ihn einmal getroffen hast. Ja. Direkt vor dir. Direkt rechts. Yeah. Rechts, weiter rechts. So, jetzt hast du ihn. Und anzünden. Ich frage, ob es sich jetzt noch lohnt. Ja, komm, ja, wir können doch nicht. Ja, jedes Mal. Ja. Eine Spritze hast du noch, gell? Ja. Das weißt du schon. Ja, das war jetzt doof. Nee? Doch, ich hätte warten können, bis er. Der regeneriert sich doch ein gewisses Ach, Stück. Ach, stimmt, ja. Scheiße. Oh Mann, also gerade das. Mach ich echt doofe Fehler. Scheiße. Egal. Ich hätte jetzt auch nicht dran gedacht, glaube ich. Na ja, gut, den haben wir jetzt schon mal. Ich bin mir sicher, dass hier unten noch einer ist. Ich glaube, es sind zwei getarnte in einem Raum. Okay, wundert wird's mich irgendwas jetzt auch nicht. Irgendwas hat mich da kaputt bewegt, aber echt. Das warst du. Ich muss eigentlich nur auf die Gegenstände hier schauen, ob sich irgendwas bewegt. Ich bin echt der letzte Matsch. Schau mal im Schrank. Ja. Ein Schuss. Das ist wirklich. Den könnt ihr auch, euch auch wirklich gleich sparen. Ach so, ich suche hier eigentlich eine Schlüsselkarte. Fällt mir gerade ein. Eine Spritze wäre auch nicht schlecht. Ich meine, das ist ein Krankenhaus. Ja. Oder, oh, ob es ein Krankenhaus ist, zumindest Krankenbereich. Ist dann rechts? Die Tür. Ja, schieb das ruhig rum. Oh, mir reicht eine Tür nicht, ich muss weiter aufmachen. Direkt vor. Nee, also. Das, du musst also auf Teufel komm raus zu schießen. Ja, der war doch direkt vor mir. Ja, aber du siehst ihn ja nicht, du musst doch schon ein bisschen. Also ich hätte. Jetzt ist er direkt vor mir. Alter, der ist durch. Umdrehen. Jetzt ist er im anderen Raum, oder? Ja, cool. Ja. Yeah. Ist doch ein Schuss. Alter, also ich würde mal zur Armbrust wechseln. Ja, ein Schuss mit der Shotgun. Aber dann nicht vorbei, bitte. So, okay. So, weg ist er. Mann, sind die nervig, die Scheißviecher. Ich finde die alle furchtbar nervig. Aber eigentlich freut man sich doch schon wieder, wenn die normalen Typen mal wieder auftauchen. Aber für die hat man da keine Munition mehr. Ja. Kotzt dann auch in den Strahl. Das soll jetzt irgendwie tolles Equipment geben. Jetzt schau dich einfach mal ein bisschen um, bevor du irgendwas machst. Schau mal ein bisschen fern. Alter, dieser Retro-Röhrenfernseher, der immer in solchen Spielen eingebaut werden muss, den, glaube ich, selbst die größte Oma nicht mehr bei sich rumstehen hat. Selbst die hat schon irgend so ein... Der HD Ready, was auch schon wieder voll veraltet ist. Aber zumindest, selbst die hat schon Plasma bei sich zu Hause rumstehen ungefähr. Aber, oh Gott, ich will nicht wissen, was denn in dem... Achso, das Regal, okay. Wechsel mal, lad mal alle Waffen nach. Oder schau mal wegen Armbrust, was du da hast. Ja, ich hab eigentlich nichts mehr außer Armbrust. Nichts. Armbrust und Granaten. Dann wechsel mal der Armbrust mal die Munition. Okay. Ja. Kannst du dir Munition bauen? Schau mal, ne? Nee. Nee. Können wir nicht. Wundert, dass wir keine. Ach, die Harpunen haben wir bei der alten verbraucht, ja. Mhm. Was macht denn am meisten Sinn? Das Betäubungsding nicht unbedingt. Schocker das vielleicht den Schocker. Ja. Wir probieren den zu assassinaten. Aber auch, ist die Frage, ob man den, diese Unsichtbaren, assassinaten kann. Also zumindest würde er nicht damit rechnen. Ja. Ist geradeaus was? Umdrehen. Wo? Umdrehen. Ist da im Schrank was? Ich weiß es nicht. Ich wollte nur wissen, ob da was drin ist. Nee.
Oh ja, echt immer schlecht das. Das sieht hier so ein bisschen aus wie in seiner Traumwelt, gell? Finde ich. Ja. Du bist dann eiskalt an viel Zeug vorbeigelaufen, gell? Ja, ich will erstmal den Typen anzünden. Achso. Geht nicht. Oh weh, der steht gleich auf, ey. Ah, Krankenhausschlüsselkarte. Diese Schlüsselkarte gehört einem Klinikmitarbeiter, das Blut scheint vom ehemaligen Besitzer zu stammen. Ah, okay. Ah, ein Chip drauf. Wie cool ist das denn? Also, ja. Also es ist jetzt nicht mega cool oder so, aber sowas kommt schon eher selten vor, dass es eine Chipkarte ist. Also, dass die Karte tatsächlich mal realistisch aussieht. Da liegt viel Zeug. Ja, das ist auch ein nerviger Stuhl. Ah, eine Spritze, sehr gut. Munition wäre noch echt super. Kannst du da was kaputt machen? Nee, das ist so. Da ist noch Schleim und da ist vielleicht Munition, aber erstmal kurz heilen. Mhm. Ey, das Spiel nagt an den Nerven, gell? Ja. Schaut zumindest von der Munition wieder ganz gut aus. Ich werde auch mal ganz unangenehm. Ich werde auch mal zuschauen, ganz unangenehm. Oh, zwei Schuss Munition, okay. Immerhin. Ja, auf dem Rückweg sind hundertprozentig noch Gegner. Oder zumindest, wenn wir in den neuen Bereich kommen. Dann einfach ruhig bleiben und nicht beiziehen. Das ist sowieso, ich glaube... Da hätten wir uns einiges an Ärger und Zeit. Ja, aber das ist ja der Sinn von solchen Spielen. Das ist ja Terror erzeugen und dir dann gar nicht die Möglichkeit lassen, dass du vernünftig zielen kannst. Ja. Also wenn du ständig abgefuckt wirst, dann machst du halt auch Fehler. Ja, klar. Ach komm. Jetzt. Der müsste drin sein. Ich hoffe, ich habe ihn nicht gesehen. Links. Waffen wechseln. Boah, fuck, falsche. Ich würde mein Menü mit Waffe wechseln. Oh, Alter, zieht der viel ab. Okay. Betäub ihn, oder mach irgendwas. Jetzt machen. Anzünden, ja. Das ist ja auch fies. Ja, wie? Ja, das hat nicht funktioniert. Alter, der hat ein Feuerzeug verbraucht, na super, okay, Ja. Okay. Und wenn er auftaucht, zerbricht er eigentlich, das war doch der Plan. Schieß lieber drauf. Okay, ja, okay. Oh, okay. Oh, Gott. Spritze haben wir nicht, ja? Nee. Nee, haben wir gerade verbraucht. Ich glaube, du machst das nicht richtig mit dem Abschütteln, du musst den im Kreis drehen, so Mario-mäßig. Ach so, okay. Ja. Also so hin und her. Ich hab's auch erst rausholen müssen. Das. Ich glaube, selbst wenn man links-rechts drücken müsste, wäre das im Kreis drehen trotzdem effizienter. Weil es ja im Wesentlichen auch links-rechts ist. Ja. Was mache ich eigentlich gerade? Okay. Ja, eigentlich kann sein, dass das eine schneller ist als das andere, aber in dem Fall ist es, glaube ich, so, dass er das machen muss. Ich nehme den Eis. Der Frost war gut. Du hast Munition, und Munition für den Revolver gefunden. Ach nachgeladen. So. Hä? Nee, es war grad, ich dachte, nee, gerade eben mal zwei Schüsse für die Shotgun. Okay, dann. Und die sind schon wieder weg. Total verklärt, ja. Aber nicht vorbeiziehen, bitte. Oh, wie ist hier keiner? Ich glaub's doch selber nicht. Der letzte Speicherpunkt war leider vor dem Kettensägen-Typen. Ja. Das wäre so Dark Souls-mäßig gewesen. Ja. Ein schönes Spiel. Hast du durchgespielt? Nee. Ich habe das letztes erst angefangen. Macht aber Spaß. Also mir gefällt tatsächlich als einer der wenigen Leute das Setting. Also ich spiele es nicht irgendwie in diesem Hardcore-Prinzip, dass ich sage, ich brauche die Herausforderung. Ich spiele es, weil mir das Setting gefällt. Das ist ein bisschen anders als bei anderen Rollenspielen. Also können wir hier schön den Kanister zerschießen, aber wir haben nichts mehr zum Schießen. Ja. Wir können ihn einfrieren, aber ich glaube nicht, dass es so effektiv ja. ist. Eine chemische Reaktion erzeugen, von dem wir keine Ahnung haben. Rechts schon ist da. Oh. Muss nochmal Schleim. Da muss ein bisschen drauf. Da muss man echt drauf achten, gell? Weil ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Nee, aber den könnte man doch tatsächlich auch so übersehen. Der hebt sich ja jetzt wirklich gerade nur farblich. Ja, hier vor. In dieser Klinikatmosphäre, da passt der halt voll rein. Ja. Da ist schon wieder. Ja, was jetzt soll ich? Lass ihn. Ich will gar keinen Ärger mit dem, ich weiß gar nicht, was ist. Ja, das ist ein Assassine, der möchte auch keinen Ärger mit dir, der will gerade was anderes machen, der will gerade jemanden umbringen. Also nicht dich, sondern direkt hier vor dir, in dem roten Ding, roten Schrank. Ja, ja. Hier gibt's einen Knopf drücken vielleicht? Okay. Ja, sehr gut. Revolver. Immerhin. Mal mehr als ein Schuss. Es reicht, um die... Nachladen. Um die Fässer hier zu zerschießen. Ja. Oder dreimal daneben zu schießen. Oder dreimal daneben zu schießen.
Ich tippe drauf, also ihr könnt ja Wetten eingehen, aber ich tippe drauf, dass der Toffee dreimal daneben schießen wird. Oh Mann. Es geht ja tatsächlich immer tiefer, also der Titel hat nicht gelogen. Nee. Wie heißt das Level? Innere Tiefen, ja. Natürlich aufs Gebäude oder auf irgendessen Psyche oder Seele bezogen sein. Ja, wir gehen immer mehr tiefer in die Abgründe von Sebastian Castellanos. Ja. Ein schöner Name, ich muss wirklich sagen, es ist sehr klangvoll. Schön, ja. Das bin ich nicht. Der geht vor allein. Jetzt ist er in seiner Zelle. Und die Tür ist weg, schau mal. Jawohl. Da habe ich mit gerechnet. Kann man rausgucken. Ah, okay. Bleib mal drauf. So wie diese Körperstudie von Da Vinci. Schaut das aus. Jetzt war übrigens eine Tür da, du kannst da. Ich weiß schon, ich wollte ihn noch ein bisschen malen sehen. Ist das. Nee, es ist nicht Leslie. Aber ich will mal länger durchschauen. Leslie Nielsen. Und dieses Skelett schaut auf eine Sonnenblume. Okay, cool. Herz und Baum. Was sagt uns das? Ja. Hier geht's noch mal zu schauen. Aha. Das Gehirn. Gehirne. Noch eine Tür. Da gibt's. Warte mal. Jedes Mal, wenn du durchschaust, gibt's eine Tür an dem jeweiligen. Ja. Das ist ja am wenigsten freundlicher Raum. Gehen wir zuerst zu dem Jungen, zu dem Knaben. Da stehst du drauf, wa? Aha. Ja, ich hab genug geschaut, danke. Bin gespannt. Wir hätten die Spanndauer erhöhen müssen, wenn wir länger durchschauen. Ja. Kannst du durch? Da. Nein. Okay, ganz sicher, dass er fertig ist mit Malen. Okay. Fertig. Jawohl. Soundtrack wieder. Fertig. Ey, wer hat die Musik ausgemacht? Wie sind wir drauf gekommen, dass es der freundlichste Raum ist? Ich finde mir dieser Leiche. Eben sah der noch freundlicher aus. Oh, ist das ein Rätsel? Ey, ist das erste Rätsel im Spiel? Cool. Absolut keine Ahnung. So, erstmal random. Dann schaust du dir erstmal den Raum an, bevor irgendwas. Oh, ich will gar nicht wissen, was unter dem Tuch ist. Noch ein Tuch. Ja. Einfach so ein Haufen Tücher, schmutzige Wäsche. Okay, ich komme da nicht mehr hin. Okay. Jetzt schau aber erstmal, was da an Bildern ist. Okay, das Skelett schaut sich. Hält die Sonnenblume. Typ schaut sich eine Blume an. Typ schaut sich Blume an. Links ist irgendwie so eine. So ein Körper, der irgendwie. So verwunden ist. Aha, okay. Und Mann hält Gehirn in der rechten Hand. Ein Herz in der linken Hand. Das ist rechts irgendeine Ratte, zwei Ratten, die sich gegenseitig auffressen. Vogel, der abstürzt. Ah, hier so ein Zentaure. Ja. Der. Mit dem irgendwas passiert, kann ich nicht erkennen. Kämpft gegen den Vogel. Kämpft gegen den Vogel, ja. Oder? Alles völlig normale Sachen eigentlich. Das ist jetzt nichts, was hier. Das sind Vogelkäfige. Ja. Wie wir das machen. Scheiße, so alles scheiße. Ja, jetzt schau dir den Tisch mal an, bevor wir jetzt hier. Damit wir erstmal sehen, was denn, wie das Rätsel funktioniert. Oder repariert das Grammophon. Mir gefällt doch dieses Stöhnen überhaupt nicht. Herrlich, danke. Ich hab nichts gemacht. Ich liebe dieses Lied. Das ist auch so ein Ding, was ich gerne mal rausfinden muss, wie es heißt. Ich kenne es nur aus Anno 1602, ehrlich gesagt, ursprünglich. Jetzt ist müde aus. Okay, ja, ich glaube, das haben jetzt genug angeschaut. Ich weiß nicht. Es ist, wenn sich ja alle Räume irgendwo involviert sein in dem Ding. Also, Sonnenblume ist dargestellt. Die habe ich jetzt nirgendwo gesehen. Also, dann drück die mal. Aha. Funktioniert. Ich glaube, also ich bin, wenn ich das falsche gedrückt hätte. Oh Gott. Dann wärst du aufgespießt worden. A drücken. A halten. Und du musst dir wahrscheinlich dem Blut folgen. Aha, da geht's lang. Ja, aber da gibt's nichts. Ich muss erstmal in den anderen Raum. Wahrscheinlich, wenn ich die andere Blume gedrückt hätte, wäre er wahrscheinlich aufgestanden. Das wäre nicht so spaßig geworden. Nee, dann nicht. Ich würde erstmal da schauen. Der Raum schaut okay aus. Der schaut ganz nett aus. Aber wenn du drin bist, ist es schon viel wieder anders. Ja. Ah, viel.
Ich würde ja gern, ich meine, oh, hier sind wir, diese Symbole. Ich würde ja gerne mal sehen, was unter dem Tuch drunter ist. Ja, kannst du die Kiste kaputt machen? Frage. Bäm, ein Schlamm. Mega. Jetzt schau dir erstmal die Bildchen an, bevor du irgendwas machst, ja, bevor du irgendwas drückst, weil sonst werden, ich glaube, wir werden einfach aufgespießt, weil hier sind so viele Stachellöcher drin. Okay, sollen wir das Rätsel noch in der Folge lösen? Ja, oder? Machen wir, okay, komm. Gut, machen wir. Nicht jedes Mal hier. Erstmal kurz schauen, was es für Optionen gibt, dass wir mal wissen, worauf wir achten müssen. Nicht A drücken, gell? Denk. Ja. Oh, okay. 3 Zahnräder außen, 4 Zahnräder. B verlassen. Hier sind 3 Zahnräder. Aber schauen wir trotzdem nochmal, dass wir nichts verkehrt machen. Also, da wird irgendwer gefoltert oft. Da liegt irgendwas auf dem Tisch vor dem. Ja, das sind alles Folterwerkzeuge. Nimm's doch auf. Ja. Du läufst. Alter, du kennst die Steuerung. Ich drück genau in die Richtung, aber der geht halt nicht den direktesten Weg. Okay, ich Notiz. Schon. Okay. Okay. Gut, dann mach ich's. Notiz aus unterirdischem Labor. Er lügt. Er lügt seinen Sohn an, sein eigenes Fleisch und Blut. Wie unverschämt. An einem besseren Ort. Dieser Heuchler. Dieser scheinheilige Schwachkopf. Ich kenne die Wahrheit. Ich kenne ihn besser als er sich selbst. Er möchte mich wieder mal bestrafen. Denn er ist unsere Vertrautheit übel, denn er hat unsere Vertrautheit übel genommen. Er glaubt, er könne sich gegen mich wenden. Hält er mich für so blöd? Laura ist nicht tot. Okay. Aha. Okay. Das ist Confidential. L.A. Voller Blut. Confidential. Aha. Voller Blut. Ja, super Film. Okay. Jo, passt. Bringt uns nicht weiter. Bringt uns gerade nicht weiter. Das war jetzt einfach mal so. Okay, kann man sich am Ende alles durchlesen und seinen Reiben daraus machen, glaube ich. Also rechts ist Tod und Verderben bei den 3 Zahnrädern. Und hier gibt's gar keinen. Aber ich glaube, Tod und Verderben ist gar nicht so also für uns ist es schlecht, aber wir wollen ja den da foltern. Also wir eigentlich. Es gibt hier gar nichts mit 4 Zahnrädern, oder? Nee, es gibt nur 3. Dann mach 3. Okay, im Zweifelsfall sehen wir, was sich drunter verbirgt. Nee, ich glaube, wir werden aufgespießt, wenn wir so Fehler machen. Was war jetzt 3 Zahnräder? Genau. Ist ja jetzt, ansonsten kommen nämlich Stacheln, weil überall sind Löcher. Ansonsten werden wir halt aufgespießt. Fein. Ah, der kommt rein. Übrigens, meine Vermutung nochmal zur Story. Vielleicht hat er einen Mord begangen, ganz furchtbar. Und dass er deswegen so hier so sein Verbrechen nochmal wieder mal Revue passieren lässt, sozusagen. Oder er hat jemanden gefoltert, um an Informationen zu kommen. Ich weiß es nicht. Also das wäre jetzt mal so. Das könnte ich mir schon eher vorstellen. Ja. Ja. Und ich glaube, dass seine Freundin tot ist. So, ich hab jetzt. Seine Freundin? Das ist vielleicht seine Freundin tot ist. Ich habe so viel. Oder seine Vermutung. Frau. Ja. Oh, das ja, noch. Ist eine Tür ist noch. Du kommst. Aber das würde ich sagen, machen wir in der nächsten. Nein, komm, wir machen das Rätsel jetzt fertig. Komm. Na gut, okay. Dann gar nicht anschauen. Achso. Ja, was? Achso, ja, nee, stimmt, passt schon alles zu dir. Du kannst doch nicht immer irgendwo abbrechen, weil du meinst, oh, ich habe Minute 23 gelesen. Jetzt auf einmal. Jetzt nehmen wir es nicht mal so genau mit den Zeiten. Okay. Ich hab das nie genau genommen. Ich hab gesagt, vieles besser als wenig. Assimilation des Probanden. Erste Symptome: stechender Schmerz im Hirnstamm um den Punkt der Einbringung. Gefolgt von allmählich einsetzenden Blutungen aufgrund der geweiteten Kapillaren. Mit der Zeit führt der Zerfall des Selbst zu einer starken suizidalen Neigung. Sie verlieren den Bezug zu sich und werden vollständig formbar. Das ist ja gut. Das will man ja haben. Aber sie werden nicht ich. Etwas hält mich davon ab, vollständig in sie überzugehen. Aha. Das scheint völlig normale medizinische Praktiken zu sein. Also das klang jetzt nicht verrückt in keinster Weise. Schau dir die Bildchen doch mal an. Mal schauen, was das hier ist. Ein Telefon. Okay. Ey, das klingelt gleich 100 Pro. Klingelt 100 Pro. Oh, das gab's in Silent Hill 3 auch. Boah, ganz furchtbar. Okay, ganz kurz erstmal schauen, was es für Optionen gibt und worauf man dann aus. Okay, so eine Synapse und eine andere Synapse. Also du hast das instant gewusst, dass es Synapsen sind? Sind das Synapsen? Boah, ey, dieses Stöhnen, das macht mich voll fertig. Okay, so ein Nervenzellen. Nerven oder Synapsen. Ist keine Ahnung. Ist doch Synapsen sind doch Nerven, ne? Ja, aber Synapsen sind doch die Übergänge zwischen zwei Nervenverbindungen. Weißt du, da ist ja ein Loch da in der Mitte. Ja, genau. Weißt du, was ich meine? Okay. Nicht random irgendwas drin. Ja, schon klar. Okay, also die sternförmige mit dem Anschluss.
Alter. Ja, hier mit dem Anschluss offensichtlich. Also die Rätsel, das Rätsel ist ja jetzt echt nicht so schwer. Ist ja nicht vergleichbar mit wird den auf Resident Evil. Wird aufgespießt in 3, 2, 1. Hui. Ja, das Rätsel ist tatsächlich nicht so schwer. Aber das habe ich auch so ein bisschen in den Tests gelesen. Das ist halt, also das sind ja so ruhige Momente, was auch zu solchen Spielen dazugehört. Die sind leider nicht so schwierig, die Rätsel. Aber das haben sie beim 4er Resident Evil war das ja auch schon so, leider. Also ich versuch mal, ob du da jetzt durchkommst in irgendeiner Form. Wow. Nicht die sechsarmige Pistole, nicht. Okay. Oh, da war es auch nicht. Okay, aber was sich hinter dieser Tür verbirgt, und jetzt, Toffi, kannst du die Folge beenden. Aber jetzt wird's doch richtig spannend. Jetzt wird's ja, jetzt kommt der Cliffhanger, jetzt bleiben die Leute dran. Na gut, okay. Dann würde ich sagen, war das die Episode irgendwas und bis zum nächsten Mal. bei 13 war es, glaube ich. 13, okay. Ja. Gut, dann bis morgen sozusagen. Ciao.